Und natürlich, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Genshin Impact Spezialrunde mit unserem Sascha und mit den kleinen Hexen verkleideten Mädchen Klee dazu. Hallöchen! Heute hat nämlich Barbara Geburtstag, unserer Sängerin. Und dann noch dazu habe ich Sino noch dazu mitgebracht, weil das wird auch natürlich ein bisschen. Das ist ein mehr verspätetes Geburtstag sein. Also ich hatte ja vergessen, das so zu machen. Aber ich musste hier Sino dazu hier die Werte und andere Artefakte dazu hochzusteigen. Ja. So. Der erste ist das Erscheinen eines schwebenden Lichts. Okay. Das ist nämlich genau in der Nähe. Und natürlich Barbara, wie man auch so was so kennt, sie ist ein Heilerin. Na, eher gesagt so eine mittlere oder eine kleine Heilerin, weil Kokomi ist ja eine große Heilerin. Ja. Und Barbara wird es eher so eine mittlere oder eine kleine Heilerin werden. Ja, nicht nur Barbara und Kokomi, Noel ist eine Heilerin, also Support-Heilerin. Diona ist es auch, wegen ihren Spezialfähigkeit. Und Chi-Chi. Ja, und Chi-Chi. Auch durch ihre Spezialfähigkeit. So. Na Klee, wo bist du denn? Bei mir lädt's noch. Ich habe ja letztens was gepostet, weil ich war ja letztens bei Apotheke und habe mir hier eine Medizini-Zeitung geholt. Alter, ich habe mich so gefreut, die prähistorischen Tiere, den Beginn des Lebens zu sehen, weil das ist ja gerade noch bei Teil 1. Im August kommt der Teil 2 mit den Dinosauriern und im September kommt ja die Säugetiere. Ja, wird's mal bald. Oh, bitte, keine Internetstörung, bitte. Weil sowas brauche ich ja nicht. Eieiei, der ladet echt ganz lang bei dir. Hoffentlich bitte nichts. Keine Internetabbruch, weil das könnte ich ja gar nicht gebrauchen. Eieiei. Ah, und der Rucksack von Klee ist ja eher jetzt ein Sack geworden. Ein Hexensack. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Monster be bombed. Klee be doomed. Ey, nee, sag bloß, der Ladebildschirm steckt fest. Ach, du Heimatland. Tja, so wie es aussieht, wenn es so lange dauert, muss ich mal kurz rausgehen und wieder rein. Ah, okay. Kommen wir gleich mal wieder. Ja, tut mir leid. Bin gleich wieder da. Eieiei, das ist mir auch schon mal passiert. Das ist ja, wo zum Beispiel dieser Geozeichen dort hier direkt ladet und dann bleibt er plötzlich stehen. Ja, bis jetzt ist es ja bis zu Animo-Zeichen die Hälfte aufgeladen und dann steckt es auf einmal plötzlich fest. Okay, dann warte ich kurz mal hier. Aber ich kann währenddessen erstmal hier die verworbene Schicksale erstmal sammeln. Das ist süß! Oh mein Gott, wie niedlich! Das ist einfach nur niedlich gemacht. Das kriege ich von meinem Freund zum Geburtstag. Ah ja, also die Kleidung von Klee. 1251 habe ich. Das ist ja fast knapp beim 10.
Also ich hatte fast 80 verworbene Schicksale. Aber ich sage es ja, das wird für mich in großer Ziehung werden. Ja gut, dann mache ich kurz erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Es ist was ganz Plötzliches passiert. Der Sascha hatte neu gestartet. Also der hat neu gestartet und dann, wo er reinkam, ist er dann zu mir gekommen. Ja. Ja, es gab ein kleines technisches Problem bei mir, weil bei dem Ladebildschirm bis zum Animo-Zeichen, der zur Hälfte aufgefüllt war, ist auf einmal stecken geblieben. Das ist das, naja, das ist das auch wie bei mir, war wo bei mir in Richtung Geo ist. Ja. So, Ja. jetzt mal wieder die Leuchtqualle hier erstmal folgen. Sie Yay! Ach, Klee, die ist einfach niedlich. Obwohl die auch noch, Ja. obwohl die ein Kind ist, ist sie trotzdem niedlich. Für mich ist es immer noch wie immer noch ein Qualle aus Pikmin. Yay! Achso. Achso. Mission abgeschlossen. Das ist super. Ach ja, ich freue mich auf Pikmin 4 zu meinem Geburtstag von meinen Eltern. Und was kommt als nächstes? Dreiste Diebe. Ja. Also wieder mal mit Schatzräubern verprügeln. Yay! Obwohl, wo du es schon sagst, Klee will eine kleine Rache bei denen machen, wo er die einen Jumpscare bekommen hat. Stimmt! Stimmt! Kleine Stimmt! Racheaktion. Jetzt will ich meine Rache machen. Mit meiner speziellen Bim-Bam-Bombe. Aber Klee ist nicht alleine, sondern Zhongli ist nur noch mit dabei, damit bei Klee nichts passiert. Und dann noch Barbara und Zaino. Ja, auch. Ja gut, weil Barbara kann ja auch einmal hier den Verbündeten wiederbeleben. Wenn man ja bei ihr die Sternzeichenteile erweitert. Oh, okay. Na gut, weil ich muss ja irgendwann noch mal wieder mal viele Skarabäus wieder mal sammeln. Damit er bis maximal Level 70 erreicht wird. Broken. Es wird nicht kaputt gemacht. Boah, Alter. Und dann dieses. Obwohl, das ist ein Schakal eigentlich. Ja. Das Und war's. alles weg verprügelt. Oh, ach so. Ach so, ich habe aus Versehen den Topf gedrückt. Obwohl, weil zum Beispiel bei Erlebnispass ist gerade jetzt wieder neu gekommen, aber ich kann es dieses Mal nicht kaufen, weil ich direkt in den Urlaub fahre. Ja. So, die nächste ist Trampolintonen mit Pilzen. Na, das kriegst du schon hin. Dauert ja nicht lang. Selbst wenn Klee so gerne Trampolin springen, hört sich auch so richtig Spaß an. Ja, okay. Bei Okay, okay, okay. den kleinen Kindern hat man immer Spaß hier. Also bei Kindern hat man immer Spaß zu hüpfen. Aber Vorsicht, man muss man nicht auf dem Boden landen, sonst fangen wir nochmal von vorne an. So, Harrafrucht. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, und der vierte muss ich leider auch dazu, alleine dazu mit den Leuten sprechen. So. So. So, Barbara. Achtung! Ah, das geht nur bei dir. Ach so. Okay. Was war das jetzt bitte schön? Ich bin doch nicht gehüpft. Und dann. Oh, verdammt, jetzt schon wieder auf dem Boden gelandet.
Ich wollte gerade springen, und dann bin ich auf dem Schirm direkt drauf gestanden und dann auf dem Boden gelandet. So, abgeschlossen. So. Ah, Umwandlung des Problems, Belastungsproblem, okay. Okay, da kann... Ich will kurz raus muss. Okay, dann sehen wir uns gleich. Jo. So, warte. So, Rafik wieder mal. Na dann, was gibt's? Reisender, du kommst gerade recht. Das Boot ist gerade vom Stapel gelaufen und es liegt ganz ruhig im Wasser. Meine Berechnungen waren wirklich fehlerlos. Also irgendwann wird... Also beginnen wir den Belastungstest? Keine Sorge, der Reisende ist da. Wir fangen sofort an. Was für ein Belastungstest? Einfach gesagt, testen wir mit schweren Sachen die Belastungskapazität des Boots. Das bedeutet, dass jemand mit zusammen den schweren Sachen, mit schweren Sachen, also die schweren Sachen auf das Boot tragen muss. Reisender, letztes Mal ist mir aufgefallen, dass du über immense körperliche Stärke verfügst. An solche Aufgabe sollte für dich eine Kleinigkeit sein. Deshalb bin ich also hier? Nein, nein, ich kann das unmöglich allein schaffen. Deswegen muss ich dich bitten, mir zu helfen. Außerdem wird die Belohnung alles andere als klein ausfallen. Sei beruhigt, ich habe in den letzten Tagen jemandem geholfen, ein großes Schiff zu reparieren und dafür ein schönes Sümmchen bekommen. Ach, ein schönes Sümmchen? Ich habe doch fast die ganze Belohnung in den Bau der Boote gesteckt. Alles? Etwas ist noch da. Herrje, ich gebe mir einen Kaffee aus. Reisender, wir beginnen jetzt. Los, los, los. Okay, sammle schwere Sachen. So, drei von denen. Soll ich den sammeln? Ja! Nicht die Angelrute nehmen! Jetzt habe ich aus Versehen auf die Angelrute hier drauf gemacht. Oh, ich weiß nicht, ob das sowas gut funktionieren wird mit dem Boot. Sehr gut, das sollte es gewesen sein. Schauen wir mal, was nun passiert. Oh, das... Ah, das Boot hat ein Leck! Was? Das Boot kippt! Wie konnte das passieren? Los, los! Holt die Sachen vom Boot! Es gibt ein Problem! Das habe ich mir schon gedacht. Puh. Das ist, wenn man sich überschätzt. Zum Glück waren das nicht zu viele Sachen. Wo ist doch das Problem? Was habe ich gesagt? Die theoretischen Daten, die du gerechnet hast, sind zu grenzwertig, um verlässlich zu sein. Ja. Aber so sollte es nicht sein. Ich habe es doch ganz genau berechnet. Vielen Dank für deine Hilfe, Reisender. Bitte nimm dies als Lohn für deine Mühen. Ich werde das nochmal nachrechnen. Kishan, kannst du mir dabei helfen? Als ob ich dir vorher nicht geholfen hätte. Überlass das mir. Aber denk dran, mir einen Kaffee auszugeben, wenn wir mit den Berechnungen fertig sind. Ach. Nee. Ihr lernt nie was mit was schweren und ganz schützenden Holz daraus zu bauen. Eieiei. Ich sag es ja. Missglück. Ich sage es ja, mit dem Boot, die nicht so gut ist, kann es passieren, dass es kaputt geht. Ja. Oh, ich muss Kristallschmetterlinge fahren. So, Katharine. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild.
Thank you for completing. Bei mir kann es ein klein wenig dauern, weil ich will erstmal Schmetterlinge holen, weil ich möchte für Venti EP-Bücher holen. Ah, okay, die Vent, also dieses Mal mit EP-Büchern sammeln. Genau, mit angereicherten Harz, damit ich mehr davon bekomme. Na, ich bin auch gerade dabei, EP-Bücher zu sammeln. Ja. Wegen Sino, falls er hochgestiegen ist. So, Shenhe. Und dann noch Inazuma. So. Na dann. Mach ich einen Cut. So, wir stehen jetzt beim Elementarenergie. Und zwar mit den EP-Büchern. Und. Ja. Ah, wieder mal hier. Solche. Gillishorn. Den speziellen Fähigkeit muss ich noch nie benutzen. Weil das kann ich benutzen, wenn es kritisch ist. Weil, wenn die einsetzt, heilt die komplett. Oh Gott. Abgrundmagier. Ja. Oh Gott, oh Gott. Was? Mit zwei Schlägen? What? Mit zwei Schlägen hat mein Barbara besiegt. Oder kann es sein, dass ich noch nicht so viele Artefakte habe? Bestimmt. Wahrscheinlich. Autsch. So. Autsch. Das war, also bei Clays Rache, dass einer meinen Barbara besiegt hatte. Ja. Böser Monster. Du hast Barbara eliminiert. Und du hast Barbara kaputt gemacht. So, der nächste ist unten. Und das wird wahrscheinlich die nächsten, die Gespenster und Schleime sein. Mein Kirara braucht jetzt dann noch diese Bernsteine, diese speziellen Bernsteine. Ja, ja. Aber da muss ich erstmal die Story machen mit den, die, wo auch noch dazu diese Pflanzenmonster kam als ja. Spezielle Boss. Dieser sogenannte Dendro-Drache, ja. Dendro-Wurm-Drache. Und der gibt natürlich Bernsteine. Weil ja. Da in der Mitte eine Schmetterling ist. Und wahrscheinlich ist es. Ist es bei normale oder bei einer speziellen Story, wie zum Beispiel der hier oder hier von... Ja, am Anfang ist dieser Boss ein bisschen einfach, aber dann als echter Weltenboss ist er recht schwer. Monströs schwer. Ja. Ja, Elektro und Feuer machen auch natürlich explosive Schaden. So, Nummer 2. So, jetzt alles mal Gespenster und Schleime einsammeln. Ja, die Gespenster brauche ich auch für Kirara, um ihre Talente zu erhöhen. Und auch ihr Level zu erhöhen. Das stimmt. Und der nächste ist wahrscheinlich hier die Samurais. Warte mal. Nee, bei überall in der Welt erhöht sich die Werte von Sino. Wollen wir wetten, die Samurai? Ja. Poison tonight! Hat Klee gesagt? Ja. Weil sie jetzt wahrscheinlich die neue Kostüme hat und deswegen neue Sprüche hat, oder? Nein, die Sprüche sind gleich. Okay. Ach, deswegen so boing, boing, boing. Oh, Vorsicht.
Oh. Der eine hängt plötzlich nach oben, obwohl er beim Salz erstarrt wurde. Okay. Oh, das wird wahrscheinlich den Donnerschlitz oder Donnerkratzer sein, wie es eine neue Pokémon-Attacke. Oder Donnerkratzer wird das nur so heißen. Ja. Autsch. Donnerschlitzer, ja. Donnerschlitzer? Komm schon! Du warst fast tot! Ah. Bloß weil der andere Samurai besiegt ist, teilt er sich in halben Menge. Yo, yes. Genau mit Draco Meteor erledigt. So, die vorletzte. So, erstmal hier die ganzen Hand. Maschinen! Kommt einfach direkt vor, wo als wir die Blume eingesammelt haben. Ja. Ah! Ja, der Schakal aus der Wüste. Und weg damit. Yo. Weg damit. Und jetzt nur noch da vorne. Warte mal. Vielleicht muss ich noch was sammeln. Ja. Da noch eins. Und da noch eins. Und da noch welche. Ah ja, Surotsch habe ich immer noch hier, weil ich ja von uns hier Urgesteine gesammelt habe wegen für den nächsten Ziehung. Aber ich frage mich eigentlich, warum ich immer noch nicht diese staubigen Blättern oder staubigen Pollen hier direkt noch nicht gefunden habe für Paris. Ah. Die Fatuis. Wow, what? Eine halbe Menge Gesundheit verloren bei den Fatuis. Einer war Hydro und einer war Eis. Vorsicht, hier ist auch noch diese Eisglitzin-Zauberin. Da! Nicht einfrieren. Autsch! Oh, na warte, jetzt kriegst du was Schmerzhaftes. Ah! Na, weil wir im Wasser sind. Oh mein Gott! Manchmal macht es auch ungeheuren Schaden. Oh nein, vergiss es. Was? Sie hat noch überlebt? Aber dann nicht mehr. Alter, hier sind zwei Eisglitzin-Zauberin. Okay, eins besiegt. Jo. Yes. Oi, 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 ja. Ja, deswegen waren wir eingefroren, weil wir da im Wasser waren. Jo. So, jetzt haben wir nichts mehr. Erstmal alles einsammeln. So. Warte mal, erstmal alles Moment, einsammeln. Moment. Ja, bin noch nicht fertig. So, warte. Gräser sind völlig verkohlt. Ja gut, dann sehen wir uns dann bald wieder hier im Genshin Impact Spezial.
Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns bald wieder hier in der nächsten Genshin Impact Spezial. Macht's gut, ciao ciao und natürlich lasst euch so gut behandeln. Jo, ciao ciao.